Ja, hallo, meine lieben Leute. Ich möchte heute mal schnell etwas erzählen, was hier ein Herr beschäftigt hat und mich in dem Sinn nicht beschäftigt. Oder ich auch nicht mich muss rechtfertigen oder nicht will rechtfertigen, sondern einfach einmal etwas erzählen, was vielleicht viele Vorurteile haben von meiner Arbeit oder vielleicht auch von mir als Person. Auf einen Bericht, den ich da auf einen YouTube-Film, auf den letzten, den ich da gemacht habe, über Embryos, über Kinder, die abgestorben sind im Mutterleib, hat ein folgender Herr geschrieben. Der Herr heisst Max Bernet, also das schreibt er da innen auch. Darum tue ich es ihm seinen Namen auch erwähnen. Ich sehe das auch unter den Kommentaren auf YouTube. Ein ganz komischer Wunderheiler. Tönt und sieht selber krank aus und erzählt totalen Schwachsinn. Aber es wird genug verzweifelte Hausfrauen geben, die dem Esomist glauben und sich das Geld aus den Taschen ziehen lassen. Ja, lieber Max Bernet, du darfst das so glauben. Das ist mir eigentlich egal. Du darfst deine Meinung haben, ob ich da ein Esomist erzähle, ob ich da einen Schwachsinn erzähle oder was auch immer. Du darfst auch deinen Glauben haben, ich töne sehr krank und sage selber nicht gesund. Da magst du vielleicht recht haben, weil es ist richtig, wenn ich rede und wenn ich schnaufe, dann tönt es, weil ich seit Kind auf eine sogenannte Bronchialextasie habe. Das heisst, das ist eine Verengung der Bronchien, wie so polypenmässig, die man etwa kennt in der Nase. Und das kann halt jemand mal sein, dass das ein bisschen komisch tönt beim Schnaufen. Aber ich habe ja gesagt, auch auf diesem YouTube-Kanal bin ich unverblümt. Ich bin nicht irgendwie kaschiert oder was auch immer. Wir können den Schnaufen auch rausschneiden. Aber das ist nicht meine Art und Weise. Ich bin so, wie ich bin. Und ich stehe dazu, so wie vielleicht jede andere Person auch irgendwie ein Gebrechen oder ein Gebresten seit Kind auf hat. Und zudem, wenn ich vielleicht auf dem Video nicht so ganz gesund ausgesehen habe, wenn er das Gefühl hat, dann mag das auch sein, weil ich habe gerade ein paar Tage vor dem, dass ich das Video aufgenommen habe, eine Operation gehabt, eine Vollnarkose für meinen Bauchnabel, für meinen sogenannten Nabelbruch, meine Nabelhernie zu operieren. Und das ist auch klar, dass man dann nicht gerade aussieht, als wäre man eine Woche lang in der Wellnessferie gewesen. Aber nur so dazu, ich möchte jetzt schnell sagen, was habe ich denn für Klienten? Lieber Max Bernet, es sind fast keine Hausfrauen, es hat auch Hausfrauen darunter, die für sich oder für ihr, mit ihren Kind, für ihre Kinder kommen. Aber es hat ganz normale Menschen aus dem Alltag auch darunter. Vielleicht bist du irgendwo im Bus gesessen, und bist mit einem Klient von mir im Bus hineingeguckt und du hast es gar nicht gewusst oder nicht gemerkt. Vielleicht war es ein Regierungsrat, was du mir gekommen bist. Vielleicht war es ein Banker. Ja, vielleicht hast du müssen Geld abholen, Geld abheben, dass du deinen Ausgang hast können zahlen und bist vielleicht bei einem Klient von mir gewesen, oder was auch immer. Weißt du, es hat ganz viele Menschen da, und du vielleicht nicht denkst. Und egal, querbeet, wie gesagt, vom kleinen Kind bis zum sehr bekannten oder auch wohlhabenden Mensch und Erdbewohner. Ich habe dann auf das aber meiner Frau gesagt, du los, Maggie, du hast besser gut mal schnell vom heutigen Morgen ausdrucken, wer überhaupt bei mir war, weil ich weiss das nicht, ich weiss nichts im Voraus. Und ich möchte es euch einfach schnell sagen. Wer war denn da überhaupt bei mir gewesen? Da war eine Frau, Jahrgang 71, Rückenproblem,
eine selbstständige Bäuerin. Ob sie vielleicht noch Hausfrau ist, lieber Herr Bernet, das kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sie auch noch Kinder, aber es ist eine Frau, die sehr viel leistet und verschiedene Rückenprobleme hat. Die hat auch schon 2 Operationen gehabt, die nichts genützt haben und aus dem Grund jetzt auch zu mir kommt. Also, und dann hätten wir einen Mann. Lieber Max Bernet, tatsächlich, ich habe einen Mann. Er hat psychische Probleme, hat aber auch Rückenprobleme in der Wirbelsäule und im Becken. Teilweise so stark, dass er sehr Mühe hat am Morgen zum Aufstehen. Ist Jahrgang 67, also ist noch einiges jünger als ich, lieber Max Bernet. Und ja, von dem her kann es das jemanden geben, aber es ist ein Mann. Ja, und dann haben wir nochmal einen Mann, lieber Max. Wir haben hier einen Landschaftsarchitekt, der hat chronische Schmerzen gehabt, er hat Nierenprobleme gehabt, Nierensteinoperationen gehabt, die nicht richtig verheilt sind, ein Druck in der Brust und. Ja, es ist ja keine Hausfrau, sondern es ist ein Landschaftsarchitekt. Also auch ein Mann, der im Leben steht, ein Unternehmer. Er hat sicher auch eine Hausfrau daheim. Vielleicht hat die ihn ja geschickt. Und jetzt nimmt ich, der Christian, ihrem Mann noch das Geld zum Sack aus. Ja, und dann haben wir da noch einen Herr, Jahrgang 73, völlig verspannt und eingegangen. Herzproblem, Lungenproblem. Wo wir da mal ein bisschen dahinter gehen und das ein bisschen lösen, dass der Herr wieder ganz normal durchs Leben gehen kann. Er hat auch Kalkablagerungen im ganzen Körper und ja, er denkt auch, dass das bei mir nützen dürfte. Ja, und dann haben wir noch jemanden, Jahrgang 67, also auch wieder einiges jünger als ich, lieber Max, wo Tinnitus hat. Sehr ein bekanntes Phänomen in der letzten Zeit. Ob sie Hausfrau ist, das sehe ich jetzt hier nicht. Ich würde es gerne sagen, Max. Aber ich weiß es nicht genau. Dann haben wir hier noch eine Dame, Jahrgang 73. Energielosigkeit, emotionelles Auf und Ab, Nackenschmerzen. Logisch, aus Erfahrung ganz klar aus dem Kreuz raus, aus dem Becken rauskommt und auch sie möchte kommen, wenn sie das Problem hat. Jawohl. Ja, und dann hätten wir da noch eine Therapeutin, die einen gebrochenen Fuß hatte. Die Ärzte haben sich verwundert, wieso dass der Fuß schon bereits so gut verheilt ist. Ja, die Menge staunen halt die Ärzte auch. Und übrigens, lieber Max, ich habe auch Ärzte, ich habe auch Chirurgen. Bei mir in der Praxis, wo, ja, ich glaube, die sind nicht Hausfrauen. Und ich denke, die wissen schon, warum das kommt. Und mir sogar teilweise auch von ihren Klienten schicken. Also, es mag schon ein bisschen etwas dran haben von dem Esomist. Ja, also, und dann haben wir da noch eine junge Frau, Jahrgang 89. Die ist ganz sicher auch noch nicht Hausfrau. Sie ist eine Modedesignerin, sehr bekannte und sehr wiffi, taffi und möchte da auch verschiedene Sachen auflösen, wo sie so in ihrem Leben sind. Ihre Eltern sind übrigens auch da angesehene Unternehmer. Beide Elternteile, nicht nur die Hausfrau, auch er. Ja, also, und dann haben wir da noch eine Frau, eine Mutter, Jahrgang 78. Sie ist Hausfrau teilweise, arbeitet aber auch noch. Sie hat nach der Geburt vom zweiten Kind 10 Kilo Gewicht verloren, Unverträglichkeiten und verschiedene Sachen. Und ja, das möchte die Frau auch aufgelöst haben. Sie ist schon ein paar Mal gekommen und ist schon ganz vieles auch gelöst worden. Mit dem Esomist, den ich scheinbar mache, und ist sehr froh, dass sie wieder ein bisschen normales Leben führen darf und auch ein bisschen mehr Nahrung und Leben aufnehmen
und nicht mehr so grosse Unverträglichkeit hat. Ja, und dann haben wir da noch eine Frau mit Schlafstörungen, die auch noch teilweise schafft, ob sie Hausfrau ist. Ich denke, dass sie ein, zwei Kinder hat. Aber das darf ja auch sein. Es sind auch Menschen. Und es sind auch Menschen, die teilweise sehr, sehr stark belastet sind durch ihre Aufgabe, die sie haben. Nicht nur 5 Tage in der Woche und 7, 8 Stunden oder 9 Stunden, sondern 7 Tage in der Woche, 24 Stunden. Und in den Ferien und am Wochenende und, wo halt die Kinder auch da sind und die vielen Gedanken, die es einem halt da manchmal dazu gibt und einem den Schlaf raubt, die dürfen wir da auch ein bisschen rausholen. Jetzt hast du gerade gehört, lieber Max, mein ungesunder Husten. Ich rauche im Fall nicht, gell? Ausser mal eine feine Zigarre, und das ist ganz gut, und einen feinen Espresso auch. Also, und dann haben wir da nochmal einen Unternehmer, der schon ein paar Mal gekommen ist, der sehr vieles gewagt hat in seinem Leben, dankdem ich ihm einige Blockaden herausholen durfte. Und der Fall übrigens, wo ich jetzt hier, die Person, die ich vor mir habe, ist auch in einem Buch beschrieben, wo im letzten Buch 7 Tage im Hippibus. Ja, also es ist auch ein Unternehmer, ein Geschäftsmann. Und dann haben wir noch eine junge Dame, Jahrgang 90, mit Rückenbeschwerden, mit Beinbeschwerden, wo die Ärzte nicht wissen, was los ist. Sie hat schon x Depotspritzen bekommen in die Nerven rein und. Und es hat nicht nachgelassen, das weiß niemand warum. Aber ja, meine lieben Helfer da oben haben mir dementsprechend auch ein Signal gegeben. Das dürfen wir auch auflösen mit dem ganzen Esomist, den ich ja hier mache. Ja, also, und dann haben wir da noch eine Frau, Jahrgang 74. Grosse Hüftschmerzen, die Hüfte, die blockiert ist, diverse Blockaden und Verspannungen. Und dann haben wir noch einen Herr, es ist schon wieder ein Herr, ja, das glaubt schon kein Mensch. Kommen dann da gar nicht Hausfrauen? Ist schon komisch, eh? Also, er ist depressiv, hat die Schlafstörungen in der Einschlafphase oder wenn er verwacht. Dann haben wir da noch sehr bekannter Mensch, der Knieprobleme hat, wo im Schweizer Fernsehen ist und man auch, ja, vielleicht auch etwa einmal im Schweizer Fernsehen schaust, ist er einer von diesen sehr bekannten Filmer, der da auch tätig ist und auch den Weg zu mir gefunden hat. Ja, also, lieber Max Bernet, einfach nur so viel. Weißt, ich bin seit 23 selbstständig und Unternehmer. Ich bin immer fest auf dem Boden gestanden. Ich bin nie abgehoben, auch wenn ich sehr erfolgreich war in dem Metier, das ich vorher gemacht habe, als absolute Nummer 1 in der Schweiz. Und das, was ich heute mache, die Fähigkeiten und all die ganzen Sachen, die habe ich früher schon gehabt, nur habe ich es einfach nicht genutzt. Heute mache ich es und heute nutze ich es. Und ich bin sehr froh darüber und glücklich. Und das hat vielleicht auch mein Leben und meine Sachen bei mir auch gesundheitliche Spuren hinterlassen. Ich glaube, das ist völlig normal. Und wenn du vielleicht einmal den Mut hast, von dem Esomist Herr Christian Frautschi ein Buch zu lesen, zum Beispiel «Die Wirbeln sollen Seele» oder das letzte Buch «7 Tage im Hippibus», wo ich über meine Arbeit ein bisschen ausführlicher durchschreibe, dann weisst du vielleicht ein bisschen mehr von mir oder von meinem Leben oder von meiner Arbeit. Hey, in dem Sinn, ich bin froh, dass Kommentare kommen. Das ist in Ordnung, absolute Ordnung. Ich kann mit dem auch umgehen
Aber ja, es ist mir eigentlich gleich. Übrigens, die Fälle, die ich jetzt vorher erzählt habe, das waren Fälle von einem Morgen. Von einem einzigen Morgen. Nicht einmal vom ganzen Tag. Ja, also, kommen scheinbar schon recht viele Leute zu mir. Tagtäglich muss ich den Esomist von dem Wunderheilen, wie du mich bezeichnest, abholen. Okay? Vielleicht bin ich ein Wunderheiler, ich weiß es nicht. Ich bezeichne mich nicht so, ich bin der Christian Frautschi. Der lebt, der sagt, was er denkt. Er redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ich muss nichts verschönigen. Ich muss nichts kaschieren. Oder was auch immer. Genau so, wie wir jetzt hier das Video aufgenommen haben. Ohne irgendeinen Unterbruch, ohne sonst irgendetwas. Und so jetzt dann heute Abend oder am nächsten Wochenende auf YouTube gestellt haben. Hey, vielen Dank. Habt ihr den Applaus gehabt? Gebt mir einen Daumen hoch. Dürft auch einen Kommentar schreiben dazu. Dürft auch mein Video in euren Bericht oder auf Facebook oder wo auch immer einbinden. Ist absolut erlaubt und dürft das machen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und ja, manchmal ist es auch gleich auch nicht Mist, was der Christian Frautschi erzählt. Sonst wären nicht schon weit über 10'000 Leute zu mir gekommen. Auch Spitzensportler, die gerade jetzt, glaube morgen oder übermorgen noch kommen, die schon 2 oder 3 Mal an der Olympiade gewesen sind und sehr viel erreicht haben. Es ist nicht umsonst. Danke. Tschüss. Und ja, habt ihr mal gut. Dann müsst ihr mehr von mir. Danke.